Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nuclear Throne. Wir spielen heute als Eis und es gab natürlich wieder ein Update dementsprechend. Oh ne, wir spielen nicht als Eis. Ich hab Bock auf YV. YV Hype. Warum? Werdet ihr gleich erfahren. Deswegen. YV hat als Passiv, dass er schneller schießen kann, und als Active den coolen Doppelschuss auf rechts klicken. Assault Rifle. Das ist auch eine sehr nette Funktion. Ja, verdoppelt allerdings auch die Reload-Time von eurer Waffe. Also nicht wundern. Wir starten mit einem Golden Revolver, der hat sowieso schon etwas höhere Fire Rate. Einer meiner Favoriten. Joink. 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 Ja. Bisschen Ammo, das killen, das killen, das killen und das killen, das war knapp. Upp, stuck. Hype, Hype, Hype. Waffe, Grenade Launcher. Nee. Recycle Gland. Recycle Gland. Nee. Okay, Rebel Pop, close enough. Erhöhte Ammo und Health Drops, oder Chance zumindest. Okay, okay. Jupp, Dick Bandit, hallo. Okay. Das lief doch schon mal ganz gut. Machine Gun mit Pop-Pop macht nichts, leider. Ja. Also XP-mäßig ein wirklich gutes Level bis jetzt. Disc Gun. Na. Pop Rifle. Na. Obwohl, macht das was? Wenn ihr euch selbst killen wollt, ist die Disc Gun die Waffe eurer Wahl. Hallöchen. Fake-Masse. Wir können mehr Munition tragen und ich hätte gerne auch wieder den goldenen Revolver. Hallöchen, Crossbow. Upp. Fuck off, mate. Hey. Denkt dran, wenn ihr die Krokodile killt, werden sie euch nicht bemerken. Ich hätte lieber Bolts. Assault. Assault Slugger. Oh my god. Ist ein bisschen sehr imbar. Aber okay, warum nicht? Wird wahrscheinlich bestimmt für Big Dog sehr witzig, das zu benutzen. Macht das niemals. Das ist eine ziemlich dumme Kombo, was ich hier gerade tue, aber. For the Lulz. Nee, das waren noch nicht alle. Das ist der letzte, oder die letzte, wo war meine Bühne? Ah, hier unten ist noch weiter. Hallöchen. Sau liegt noch. Jetzt nicht mehr. Alles eingesammelt. Next. Mutation. Trigger Flips. Nice. Jedes Mal, wenn wir Gegner killen, wird unsere Reload-Zeit um ein Viertel verkürzt. Was für uns besonders toll ist. Die Main Launcher, was haben wir für erstmal gemacht? Das ist ja dieses Splinter-Pistol. Nehmen wir mal mit. Jagen, dann haben wir etwas geringere Chance, dass wir derbe Schaden nehmen. Ich habe jetzt noch ein paar Bolts. Hallo Herr Assassin, hallo Herr Crow, hallo Herr Bandit. Hallo Herr nächstes Level. Leider keine Mutation, aber nichts zu ändern. Richtig. Du warst ganz wichtig, du warst ganz wichtig. Ja. Speziell. Wieder sind wichtig. Boom. Crossbow.
Okay, all boats run. Will ich das wirklich machen mit dem All Bolts Run, weil damn, erstmal 5 Schuss im Eimer. Ich sehe es kaum, als nächste Mutation bekomme ich Assault Mirror angeboten, also Super Slugger, Assault Slugger und Abgeben will ich fahren. Bolt Mirror? Nope. Also viel Demigods, Lucky Shot. Nehmen wir Lucky Shot. Jedes Mal, wenn wir den töten, den Shotgun. Chance, dass wir Munition regenerieren. Hi, Big Dog. Oh. Ja, Assault Slugger, sehr effektiv gegen Big Dog. Assault Rifle, da oben ist aber nichts mehr. Ich denke, es ist Zeit, wieder aufs Assault Rifle umzusteigen. Ja, stimmt, das war der Super Crossbow. Ups. Anyway, continuing on. Markie. Lol. Au, au. Au, au. Au, au, au. Nope, nope. Okay, noch neben dir. Health, health. Double Shotgun. Na. Nicht so direkt mein Fall. Wir haben auf jeden Fall schon wieder fast volles Leben. Schon mal sehr schön. Ein Brab reicht, um so einen Crystal zu killen. Das ist auch gut zu wissen. Dang it! Ich habe die falsche Taste geschickt. Muss man rechtsklicken oder linksklick machen. Egal. Waffe, Grenade-Launcher. Auf jeden Fall sehr effektiv gegen die Hives hier. Grenades. Shotgun. Na. Ich bleib bei meinem guten alten Freund, dem goldenen Revolver. Das einzige, was es zu beachten gilt. Ich hätte gerne World Mirror gehabt, aber Bergmasse ist einfach erstmal wichtiger. Ja. Machine Gun ist leider kein Upgrade. Shotgun, leider auch kein Upgrade. Wo hätte ich noch Blatt? Und next. Oh no. Nope. Nehmen wir einfach mal Präventiv Laser Brain mit. Lager. Hallöchen, Big Bandit. Ja, bei Big Bandit. Dang it! Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Naja, weiter geht's. Okay. Crossbow. Sehr sympathischer Fall. Dann besorgen wir das Ding auf die Zeremonie. Wir sind noch nicht fertig mit dem Level, das bedeutet, wir könnten, ja, sieht gut aus, Level 2 schaffen. Bolt Mirror. No. Dann würde ich sagen, nehmen wir Bloodlust mit. Jedes Mal, wenn wir wieder für die Chance, HP wiederherzustellen. Diese Feuerrate von Revolver. Du Shotgun. Das war's schon. Ist ja fast ein bisschen enttäuschend.
Dang it. Ich werde hier eingekesselt, ist ja schlimm. Ich hab, glaube ich, gerade irgendwo Schaden genommen. Nee, hab ich nicht. Big Bandit. Bist du schon da? SP und Energy. Und nächstes Level. Okay, Bolt Marrow. Nope. Boiling Veins. Dann bietet sich hier Boiling Veins an, wenn wir unter 4 Ecken sind. Keinen Schaden durch Feuer und Co. Shit. Shit. Oh, unsere Revolver hat leider keine Muni mehr. Das macht es für uns etwas schwierig jetzt. Oh, Max HP. Yep. Der saß leider. Assassin, Ball Guy, Ratte, Ratte. Ich bin sehr froh, dass das gerade nicht der letzte war. Shit. Assault Slugger. We meet again. So, das waren jetzt aber alle. Und wir wollen anscheinend Eagle Eyes. Erhöhte Zielsicherheit. Sind wir auf dem Harless Level oder können wir zu YDs? Ich mal ganz dringend killen, bevor du irgendwas kaputt machst, was ich jetzt gerade plane. Das war der letzte. Gut, dann sind wir jetzt sicher. Machen wir uns einen Screwdriver. Was eigentlich an sich gar keine so schlechte Waffe ist. Ich kann ja ganz ehrlich mal zugeben. So, einmal das Auto hauen, das funktioniert aber nur bei der speziellen mit dem goldenen Rahmen. Slugger. Hier sollte ich jetzt nicht wild hin und her switchen und dann schlagen, weil das verbraucht man nie. Und wir drücken E und hallo bei diesen Menschen. Okay, waren noch nicht alle irgendwo der Papas. Vermutlich dann hier links. Ah, da. Bye, bye. Goldene Waffe war nicht so prickelnd. Lass mal aus, gehen wir weiter. Bella. Ich kann den Hangar. Hallöchen. Komm mit. Dich. Dich. Warten kurz. Dem. Ja, Big Dog ist wach, Big Dog ist wach. Assassin, please. Waffe, Autocrossbow. Ey, Hype. Sehr gut, jetzt können wir uns irgendeine langsame Waffe aussuchen für die andere. Anstatt der Assault Slugger. Oh, jetzt braucht
bräuchten wir eigentlich nur noch Pulver. Assault Rifle. Na. Obwohl. Doch, wir nehmen Assault Rifle mit, um die etwas schwächeren Gegner zu killen. Nope. Dang it. Egal. Trigger Fingers wäre für uns ganz super, aber ich entscheide mich eher für Strong Spirit. Wir können nicht sterben, wenn wir nicht auf keine rechten Tee sind. Ah, denke, denke. Wir haben aber noch unseren Ring. Gutes Zeichen. Jetzt ging das noch ganz gut. Noch. Noch, wohlgemerkt. Toxic Bow. Mhm. Waren das alle? Nee. Einer von der Sorte lebte noch. Das waren es aber alle. Okay, und Düsen nach hier unten. Joink. Jetzt haben wir was richtig Witziges am Laufen. Genau. Davon. Alter, ich hab dich doch gerade abgeschossen. Irgendwie hier unten lebt aber auch noch was. Lebt es noch? Nicht mehr. Kriegt eigentlich nur noch das Bürschchen hier oben. Komm. Nächstes Level. Rhino Skin Impact with Long Arms. Patience. Wir warten eine Runde ab und dürfen nach dem Level uns unter den neuen Positionen was aussuchen. Egal, ob wir Level nennen. Ring Hunter. Ring Hunter. Nützliches Grenade Launcher. Jupp. Der wäre uns auch noch ziemlich gefährlich geworden. Jetzt war hier noch so ein Vieh unterwegs und das waren alle. Und weiter geht's. Frontbutt, Brab, Lucky Shot, Gamma Guards, Hammerhead, Lucky Shot. Willkommen in den Labs. Hier haben wir ein paar wirkliche Limitationen. Wir können uns im Endeffekt hier hinstellen und Munition fahren. Weil diese Wegskrücken da oben, die Necromancer. Nope. Alter. Diese anderen Viecher hier immer wieder raus. Burn! Wow! Alter! Ich sterbe! Okay.
jetzt haben wir gleich ein kleines Problem. Schnell die Health. Schnell die Knie. Okay, Max HP. Laser Rifle. Hatten wir nicht Laser Brain? Bin mir nicht sicher. Okay. Ich bin dafür, wir schnappen uns das da. Das wäre dann auch der letzte davon gewesen. Hatten wir unseren Red Canister jetzt? Ja, hatten wir. Ich glaube nicht, dass wir Laser Brain hatten. Nee, kein Laser Brain. Gut, dann geht's jetzt so weiter. Yank. Hallo, oder braucht Zeit? Deckung. Den gekillt, was ist das? Lightning SMG. Launch. Okay. Das dürfte die Dinge jetzt... Nein, nein, nein. Energy Hammer. Okay, fuck this. Und das Boot mal. Hallöchen. Energy Hammer. Abstand. Oder einer, der mit Abstand... Guardian Dog Bliss, ich versuche dir was zu erklären. Okay. GG. Eine der mit Abstand am besten, so rum. Melee-Waffen, die es gibt, meiner Ansicht nach. Der Energy Hammer, weil einfach so ein massives Damage-Output. Man muss halt nur saunah an seinem Gegner dran sein. Ansonsten ist die Waffe aber extrem gut. Wir sollten es vielleicht sogar schaffen zu loopen hier. Das und das, Quadruple. Really? Dann schnappen wir uns mal die Minigun und sagen Hallo zu unserem Herrn Thron. Dann rattern wir das Ding erstmal ganz gemütlich mit Bullets weg. Ob ihr den Thron aktiviert habt, seht ihr da oben an dem kleinen Männchen. Und... Pju! Der Thron! Jetzt warten. Feuer! Drei! Nein! Fucking Screenshake. Game. Nein. Ciao, Screenshake. Gott, wie man einfach nichts mehr sieht. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder über die 20 Minuten drüber. Das heißt, das war's für heute mit Nuclear Throne. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und hat Spaß. Wenn ihr denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und dann in diesem Sinne, wie immer, von der Arcade. Bye, Leute.